Hey, hier seid ihr. Puh, jetzt bin ich aus der Puste. Kinder, hey, ja, cool. Heute ist endlich wieder Sonntag, heute ist wieder Kigo und zwar online. Und gut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Geht's euch gut? Ja, heute ist Sonntag, das muss euch einfach gut gehen. Mir geht's gut. Ich vermisse euch zwar hier im Kigo, aber das ist cool, dass wir jetzt hier verbunden sind. Und ich habe richtig, richtig gute Nachrichten für euch. Und zwar werden wir jetzt heute mit einem neuen Thema anfangen. Wir werden die nächste Woche dieses Thema durchgehen. Und dieses Thema heißt Superheldentraining. Ah, genial, ich freue mich drauf. Superheldentraining für Gottes Königreich. Und wir werden euch Woche für Woche mehr ausbilden zu Superhelden, die für Gottes Königreich kämpfen. Und das Coole ist, wir haben einen richtig guten Trainer, der jede Woche da sein wird und euch weiter ins Training hineinnimmt, dass wir Superhelden werden für Gottes Königreich. Und da, oh, was macht denn der schon wieder? Hey, das Problem, du sollst doch nicht dich selber trainieren, du sollst doch wirklich die Leute trainieren, dass sie für Gottes Königreich ausgebildet sind. Neben dir liegt die Bibel, du sollst was aus der Bibel vorlesen, weil die sollen stark werden für Gottes Königreich. Ja, natürlich. Ach, Verzeihung. Michael, du hast recht. Hey, Kinder, cool, dass ihr hier seid. Mein Name ist Caleb und ich bin euer Superhelden-Ausbilder. Hey, wisst ihr, was wichtig ist für Superhelden? Man muss es nicht nur hier haben, sondern auch hier. Ha, das war natürlich ein Spaß. Wisst ihr, was wirklich wichtig ist, um ein guter Superheld für Gottes Königreich zu werden? Man muss das Handbuch lesen. Und wisst ihr was? Ich habe das Handbuch dabei. Hier ist es. Die Bibel. Da steht alles drin, was man wissen muss, um ein Superheld zu werden für Gottes Königreich. Und ich habe euch gleich mal einen richtig coolen Bibelvers mitgebracht. Der steht in Philipper 4, Vers 13. Dort steht, alles kann ich durch Jesus, der mir Kraft und Stärke gibt. Wie cool ist es denn? Das heißt, nicht wir müssen stark sein, nicht wir müssen alles können, nicht wir müssen perfekt sein, sondern Jesus in uns, der macht es, dass wir Dinge bewältigen und tun können für sein Königreich. Und da will ich euch die nächsten Wochen ausbilden. Wir werden jeden Sonntag für Sonntag ein neues Attribut oder Eigenschaft haben, was ein Superhelden für Gottes Königreich ausmacht. Wir werden lernen, was es heißt, ein Superheld für sein Reich zu sein. Und was wir auch jede Woche haben, ist eine Aufgabe oder eine Challenge, die ihr zu bemeistern habt. Und auch heute wollen wir starten mit der ersten Challenge. Und zwar geht es um diesen Bibelvers in Philipper 4, Vers 13. Alles vermag ich durch Christus, durch Jesus, der mir Kraft und Stärke gibt. Diesen Bibelvers dürft ihr auswendig lernen oder ihr malt was Cooles zu dem Bibelvers oder ihr macht ein cooles Bild von euch oder was diesen Bibelvers ausmacht. Und dann schickt ihr ihn at kinder@gefünfmeinekirche.de und spätestens bis Freitag muss der ankommen und dann gibt es eine Auslosung und dann werden wir die Gewinner am Newsletter bekannt geben. Da wird auch nochmal alles am Montag im Newsletter genau über diese Challenge beschrieben sein. Also liebe Eltern, merkt euch das und animiert eure Kinder dazu, Kinder, animiert eure Eltern dazu, das zu tun. Und ich freue mich bis zur nächsten Woche, eure Ausbilder Caleb. Wir werden zusammen Superhelden sein. Cool, macht's gut. Ha!